ist der Herr Walter Schaffner bei mir zu Gast. Er hat in den 70er Jahren hat er einen ganz tollen Film über die Landwirtschaft gedreht. Und ich bin froh, dass er heute hier ist. Ja, Walter, mal ganz kurz, was war damals so der Grund und was ist da alles gefilmt worden, bitte? Ja, also der Anlass, dass ich diesen Film gedreht habe, war, dass ich bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall in Österreich am Aachensee Vater und Mutter verloren habe. Ich stand damals allein da, ich war mehr oder weniger leicht oder auch schwer verletzt. Und das Schlimme, was war, ich war physisch dermaßen am Boden, also ich war nicht mehr fähig, meine Arbeit auszuführen. Meine Frau war mit unserem Töchterchen allein zu Hause. Wir hatten damals 75 Hektar bewirtschaftet, intensiv mit Sonderkulturen. Der Stall voller Vieh, Kühe, Schweine, alles wie so noch zum Familienbetrieb in Landwirtschaft dazugehört hat. Und sie konnte unmöglich dies alles bewältigen. Spontan haben sich alle Berufskollegen zusammengeschlossen und habe ein Programm aufgestellt und aber tagtäglich kam einer, wo geholfen hat. Also die haben während der ganzen Zeit, wo ich nichts machen konnte, haben die mit unserem Betrieb aufrechterhalten. Wir standen ja auch kurz vor der Ernte. Ja, das ging morgen schon los mit Futterholle, ne, Milchverdur und was dann sonst so noch im Feld anstand. Die haben kein Geld genommen dafür, das habe ich mich versucht ihnen anzubieten und da habe ich mich entschlossen, diesen Film zu drehen. Ein Film, wie ich ihn genannt habe, von der Saat bis zur Ernte. Ich habe bei diesem Film bewusst alte Leute aufgenommen, ja, die wir heute gar nicht mehr leben. Viel Junge, das was heute Männer sind. Ja. Und der Film hat heute einen historischen Wert. Die Landwirtschaft hat sich ja so viel gewandelt in den letzten 40, 50 Jahren. Und ich bin froh, dass ich dies alles festgehalten habe. Und wenn ich im Nachhinein so zurückverfolge, ich frage mich, wie habe ich das alles geschafft? Ich bin von einem Acker im Feld zum anderen, von Stall zu Stall und habe versucht, alles aufzunehmen. Heute will ich das ein bisschen anders vielleicht machen, aber damals habe ich angefangen mit dem Film. Ich musste mich erstmal vertraut machen und mir hat da viel daran gelegen, dass ich alles mal festhalten wollte. Ja. So, und so ist dann dieser Film entstanden und ich werde ihn heute, den Titel werde ich ihm heute geben, Landwirtschaft im Wandel der Zeit. Ja. Ich habe das festgehalten und ich bin froh, dass ich das gemacht habe und es ist ja für unsere Nachwelt, dass das mal erhalten bleibt. Denn im Grund trage ich im Herzen mein, ich war immer stolz, ein Bauer zu sein. Danke, das hast du toll gesagt. Ja. So, fangen wir jetzt an. Dankeschön. Ja. La 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 la
Ja, das ist im Stall vom Karl Müller. Das ist die Tochter, die Hella. Die macht gerade ein bisschen was für die Kälber an, weil der hat ja gerade Drilling gekriegt von der Simmentaler, das ist ganz selten. Und dann macht die das jetzt hier fertig. Weil der nicht mit schlaucht ja nicht dann für drei. Ja, ja. Und ich weiß gar nicht, wie das geheißen hat, das Dina oder wie. Und wie heute noch Landwirtschaft? Ja, ja, nichts mehr. Also alles abgelöst, die Landwirtschaft, gell? Ja. Aber der Karl ist noch da, ja. Er kann zwar nicht mehr so. Das ist die Frau Müller, also im Karl seine Frau, beim Melge. Das sind die drei Drilling. Ja. Das war also was Seltenes. Das ist der Klaus Müller und die Ruth. Ja. Die Kinder. Ja, kann ich mich auch daran erinnern. Nach der Geburt sind die ja gleich aufgestanden, gell? Das war ja, sowieso. Ja, ja. Ja. Dass der Klaus, er gibt dann diese Milch, ne? Das, was er ordiniert hat. Das muss ja ein bisschen lauwarm sein. Ja, bei so einer Geburt war auch immer die Nachbarschaft da, die haben ja alle. Das ist der Karl Selbert. Ja. Jetzt wird er schön, der Bauer Karl. Ja, ja, ja. Hat Simmentaler auch viel gehabt. Ja, es war ja so mit die Gänge Schraster im Ried, die Simmentaler, oder? Ja, nicht überall. Also es gibt auch viel Schwarzbunde. Mehr hatte also Simmentaler, das Fleckvieh hatte mehr sogar. Das ist eine Milchhalle. Das ist Milchhalle. Das ist der Ludwig Braun, der hat damals die Milch abgenommen. Und rechts ist der Christoph Emmer. Hat man dann die Milch hingebracht, ist dann Messarmer gekommen. Hatte die also die, wo die Milchkarte drin waren? Jetzt kommt hier der Ludwig Schaffner, wo abliefert. Ja. Lange Jakobsloh genannt. Und das ist der Karl-Peter Rothmann. Ja. Und vor ihm war noch der Sadie Macker Armin, die hat die Probeentnahme gemacht, die Fettprobe. Ja, ja. Weißt du ungefähr noch, wie viele Anlieferer in Hochzeit ihr hattet in Erfeld? Also ich hatte die Milchnummer 51. Ja. Und da waren noch ein paar drüber, aber die haben nicht mehr alle abgeliefert in dieser Zeit. Ja. Das ist jetzt hier die Macker Armin bei der Probeentnahme, ne? Denn noch im Fettgehalt ist sie dann bezahlt worden. Ja. Das ist der Heinz Müller, wer die Milch bringt. Da haben die Jungen kennen noch die langen Horn. Ja, das war die Zeit. War die Zeit. Ja, ja. Hier ist bei der Frias-Bestellung der Jakob Maul, der Wettbewerb Jakob. Und hier ist der Johannes Maul, der Fuchserschau, wie wir gesagt haben. Du hast gesehen. Der Willi wird gesät worden, die erste Frias-Bestellung. Der Willi. So, das ist jetzt noch beim See, ja. Im Frühjahr die erste Gäste, der Karl Nold ist das. Ja, hier wird aufgefüllt, das Saatgut. Die Traktoren, das waren ja also ganz, was war das, waren das Ferguson oder was waren das für welche, die blauen? Das waren Ferguson zum Teil. Ja, die haben ja viele gehabt, gell, das war ja sehr. Das war, das kam durch den Kräum, kam das von Wittelborn, der hat damals, aber der hat, was hat denn der für einen Schlepper? Das ist jetzt, muss ich gucken, ich glaube, der Maul Dieter, Maul Heinrich, ja, der schreibt jetzt Dinge und er schreibt ab, noch wie viel Meter, er immer 10 Meter, dass er wieder die gerade Richtung hat. Mhm. Hätte man nicht machen brauchen, heute hat man Fahrgasse, aber es war halt so, der Heinrich ist dabei gewesen. Ja. Und das sind wir beim Kartoffelsetzen, das ist der Norbert Armin, der hat uns geholfen. Ja. Frühkartoffelsätze, die werden vorgekäumt gewesen. Ja. Hinten hockt meine Frau und unsere Tochter, die Elke. Ja. Ja. Und die setzen jetzt die Kartoffel ganz langsam, damit der Keim nicht abbricht. Ja. Das ist jetzt schon beim Rübe verhacken. Mhm. Und durchhacken. War ja alles noch viel früher Handarbeit. Ne? Ja, sehr arbeitsintensiv. Ja, durchfahren, die Rübe, der Tee durch. Ja. Die waren nicht die schnellsten. Aber er hat es immer genau genommen. Das ist jetzt der Mauls Willem. Mit der Anlese, die fahren auch die Riebe durch. Er hat immer sehr akkurat seine Ecke in Ordnung gehalten, der Willem, das sieht man jetzt schon. Ja, gell? Ja, 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 ja.
Das war früher gang und gäbe. Die Äcker sind zwei, drei, vier Mal durchgefahren worden. Ja. Da ist gar kein Dreck aufgekommen. Das ist jetzt beim Sünder Willi und bei der Erika. Das waren so die einzigen Spaschelbauern damals. In Erfelde ist ja nicht so ein großes Gebiet, wo man überall pflanzen kann. Ja. Und das ist ein Gebiet, wo vom Hochwasser 1883 überschwemmt worden ist. Und da ist das ein bisschen ein leichteres Feld, ja. Ja. Und da die Spaschen, das sieht sauber aus. Ja, es war noch alles schön Handarbeit beim Eusammeln. Ja. Ja. Ja, da alles privat verkauft, ne? Ja. Also, oder Familienbetrieb. So in der Zeit war das aber mit dem Spargel noch nicht so. Nein, gar nicht, überhaupt noch nicht. Ja. Jedenfalls bei uns nicht. Mhm. Hier siehst du, wenn noch jetzt so gemacht, die Erika, die tut die noch in das Kästchen neu, wenn abgeschnitten auf ja. Die 21 cm. Ja. Mhm. Dann hat man ja die Maschinen, wir haben dann schon die Maschinen gehabt ja. Und die haben sie auch nach unten dann abgeschubst, ne? Ja. Dass sie schön sauber waren, manchmal ja. War auch ein bisschen Rost dran. Ja. Also, die Frau Madi, das eine war Willi, so ein Vater. Ja. Und das war so Beschäftigung für die Älteren. Ne? Ja. Und wenn dann die da drin gelegen haben, die wunderschön ausgesehen. Ja, ja, ne? Ja, ja, ja. So, das jetzt bin ich beim Maisee. Das ist der August Merdin. Und zwar war damals von der Firma Nungesser, haben wir Saatgutvermehrung gehabt. Das ist Saatgut, Hybrid-Saatgut. Ja. Ja. Und da musste der Mais auf zwei Stufen gesät werden. Das heißt Vater- und Muttermais. Ja. Und das konnte also nur einer machen und habe ich für Riedstadt das gemacht. Hier ist die Kontrolle, ob die Kerne auch richtig leihen, ob sie die Tiefe haben, dass sie ins Feiste kommen. Und in den Fächer war dann immer da das... Da war der Mais drin, da war drei Kästen Muttermais und eine Kaste war Vatermais. Ja. Und auf 14 Tage ist der Vatermais noch einmal mit einer Reihe nachgesät worden, ja. Damit die lang befruchtet werden. Ja. Und der Mais ist dann auch entfernt worden. Es dürfte kein Muttermais blühen. Aha. Das keine Fremdbestäubung war. Aha. Also auch ziemlich arbeitsintensiv Geschichte. Ja, das ja. Dann, ne? Ist das eine Rad ist jetzt hoch, das ja. Läuft jetzt nicht. Hm. Und immer ist dann das Plättelchen gehauen worden. Ja. Je Zick 3 war dann der Vatermais, dass ja. Ich beim Nachsehen gewusst habe, ja. wo ich schon anfahren musste. Jo, das ist die Rübekaut. Das ist ja die Rübekaut, wir haben gesagt, die Dickwurzkaut. Ne? Genau. Ja, waren eigentlich gar nicht Dickwurz, sondern die Runkelrübe. Runkelrübe, ja. Das ist beim Güllefahren. Ja. Ja, da wird auch wieder gesät. Ja, aber immer noch die Kontrolle dabei. Geguckt, dass der Sack gelaufen ist, dass da nicht. Ah ja, früher hat einer hier drüber gestanden, ja. Gell? Das war noch so, gell? Ja. Hier sehen wir den Jakob-Maul. Wir ja. Sagen, der Wett war Jakob mit ja. Seiner Frau, der Lisbeth. Ja. Und das wollte dann gar nicht aufgenommen sein, weil da so viel Faule dabei waren. Gell? Ja. So. Das ist beim Oskar Bratzig. Der hat als Hobby sich zwei Goldi gehalten, der hat eine Fohle gehabt, das ist unsere Tochter. Ja. Die hat dann mit Geil viel zu tun und dann ja. Später auch geritten. Ja. Ja. Die Goldi war das. Und ja, das ist bei uns, haben wir nur auch noch Muttersei gehabt, weißt du, die haben also wohl schon alles rumgeworfen. Ja, ne? Ja, 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 prima. Das war hinten im Garten. Ja. Ja, das hat ihnen Spaß gemacht. Ja, das ist, war die Sau ideal, könnte man ja, sich ja, so. Ja, ja, ja. Das ist vorne im Hof. Sagen wir, waren hinten noch ein Kätzchen oder was war denn da? Ja, das kann eine Katze, ich weiß ja. Nicht. Hier läuft meine Mutter, läuft hinten ohne. Ja. Ach, da fühle die sich in ja wohl. Das ist wie in die Schule, ne? Ja, ja, da fühle die sich ja wohl. Klasse. Oh, wie sie schön da leid, ne? Was die Striche hat, ach, gell? Mensch, prall, prall gefüllt, ja. Ja, 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 ja. Ja, das ist ein richtiges Hutzeparadies, ja, ja. Gell? Wunderbar. Sieht aus, ja. Als ob die lachen wird, gell? Ja, ja, ja. Ja, da war die Welt noch in Ordnung. Ja, und das ist euer Hund? Ja, das ist unser Hof und der Hund, der hat praktisch immer davor gehabt, der Jagdhund. Ja. Ich hatte immer Jagdhunde, das ist ein deutsch Kurzhaar und ich ja. Habe immer mit meinen Hunden eine sehr, sehr enge Bindung eingegangen.
Ah ja, da hat schon mal den Schninkrödrisch gepflanzt, gefällt mir das. Haben wir dann mal weggemacht. Es war so die Ja, Zeit. ja. Das ist hier der alte Veitel Philipp, sagen wir, der Ludwig Schaffner, mit Ja. seinem Engelchen. Ja. Er war damals schon über 80, ne? Ist der mit euch verwandt oder? Nein, eigentlich nicht verwandt, er ist die Gulla-Linie, der kommt von Gulla. Ja. Ja, wir haben mit der Gulla-Linie überhaupt nichts zu tun. Und jetzt sind wir am, Ja, da, wo jetzt die Brücke ist, das gell? war eine Kühlkopfwanderung. Ja. Ja, mit Bauern und Die Wiener siehst du noch, da war ja noch der ja, Hafen das gewesen, war gell? Hafen. Wir hatten das damals mal ein paar Zeit gemacht. Das hat der Herr Pfeiffer Richard hat das also begleitet und erläutert alles. Da ist der Pfeiffer Richard, ja. Es war so ein Kühlkopfführer Ja, quasi. der Richard Pfeiffer hat Ja, alles und den gemacht. Stand gibt es ja jetzt noch. Der Der ist ja Stand aber ist, das ist am zugebaut. Aquarium hin, ist ja ziemlich zugewuchert, ne? Ja, den haben sie jetzt auch zugebaut. Also ich meine jetzt Ja, so das vom. ist jetzt zu, ne? Dass er ein Ja. bisschen geschützt ist, dass nicht alle sieht. Ja. Das große Aquarium. Da haben wir also im Frühjahr schon Schlittschuh gelaufen, ne? Ja. Und wenn man den Weg weiter runterfährt Ja. und da kippt man aufs Karlsbett. Und die große Wiese haben wir auch gemacht immer. Ja. Aber der Weg ist jetzt auch zugewuchert. Das ist Ja, der Schröder. der hat noch eine Scheune gehabt da, Ja, gell? die Scheune. Die Scheune wurde dann abgerissen. Hm. Und auf diesem Hügel hat sich dann viel über das Hochwasser die Reh gerettet. Da haben wir also viele Bilder, wo die oben, die liegen bis unter dem Bulldog und dem Auto liegen die. Ja, da habe ich vom Hermann auch Ja. welche gekriegt. Ja. Das wild alles, das war wie die haben alle zusammengehockt. Ja, Das, ja. ja. Ja, da hat er hier noch jede Menge Vieh. Ja, jetzt steht hier nur noch das Mittelstück drüber steht Ja. noch, gell? Die sogenannte Samba-Höhle war das früher. Ja. Nee, das war mit die schönste Ja. Gaststätte gewesen. Es ist so schade, dass Ja, das ja. weg ist. Das geht jetzt gar nicht. Die Brücken da, ne, muss man Ja. wieder mit der Fähre oder mir haben gesagt, das Schnee. Ja, nee. Ja. Der Fährmann da, ich weiß gar nicht, was hat das gekostet? 50 Pfennig oder Ach, irgend gar oder nicht nee. viel gekostet. Da hat man meistens was mir gegeben und dann haben wir da als Helfer leihen, das war ja ein Ja. bisschen schwer. Und dann hat er ja so ein Bulldog, also ein Motor drin, Ja, das war ich ein noch. Hatz-Motor. Das war ich noch. Und das war dann der Nau, das war so der letzte Fährmann, gell? Ja, es war Der original. war noch eingesetzt halt, ne? Der Ja. Schindelmänner dabei. Ja. Weil es war da gar keiner mehr da, wo es machen wollte, ne? Ja. Es war eigentlich kein gelernter Fährmann. So Ja, jetzt sind wir schon. schon in der Heuernte. Ich muss mal gucken, wer da mäht. Das ist der Werner Müller, ja. Es ist also schon mit dem Kreiselmäher, also Ja, das ist Kreiselmäher dann schon. und welche auch noch mit dem Dings gemäht Ach, oder das war nur noch einzelne, gerade fürs Futterholen. ja, was Futterholz mit dem. Wann überhaupt noch der Ja, Mähbalken droh war. ja. Das waren dann die ersten Kreiselwinner. Ja. Das war ein Schwader, den hatte mir gehabt da noch. Ja. Das sind sein Nachbar, links der Deut, der Schmidt, und das sind sein anderer Nachbar, der Ludwig Maul. Wir haben gesagt, der Fuchselui. Was war Er hat das? immer so einen Stumpen War gerafft. das deutsche Yacht oder irgend sowas, gell? Deutsche Yacht oder waren die Dinge? Das ist der Albert Reinhardt, der hatte den Hagedorn, den Schwader. Ja. Das waren die Gerätedreher, so eine hat mein Vater gehabt Ja, oder die wie, Gerätedreher, ich hab halt noch einer, gell. ja. Und das waren dann die erste Presse, wo dann Ja. gekommen sein. Das war noch teilweise Niederdruckpresse, gell. Ja. Bis man dann mal zu einer Hochdruckpresse gekommen ist. Ja. Da war, glaube ich, eine Reihe gekommen und da sind sie nur jeder mit Ja, sieht halber man. Ladung herumgefahren. Das sieht Da man. war das Schloss gekommen, wie mir Ja, sagen. genau, Schluss. Ja. Mir ist jetzt gewendet Du worden, wirst gell? jetzt, naja, ich weiß nicht warum, und so bestimmte Blanke hat der Mathe, Miller Martin mit Ja. seiner Frau noch einmal extra rumgeworfen, wo es dicke Leie hat. Ja. Ja, das ist Das ist die. vorne am Glauer bei uns die Spitz. Ja. Das hat der Deuen, unser Schmidt, mit dem haben wir das zusammen immer gemacht. Der hat Ja. zusammengespart und ich habe gepresst. Und das war die Spinne, Ja. die Frontspinne. Ja. Aber das war schon was Besonderes, gell? Ja, Weil ich ja. hatte es dem Eddie gesagt, da konnte ich erst nichts drunter Ja. vorstellen.
Wir hatten dann schon das, die Hochdruckpresse. Ja. Ach, wie kann man dann so schwer pressen? Und dann die gesagt, gell, aber der, es muss halt gut der sein. Ne? Ja. Da wird es noch im Ladebau herumgefahren. Ja. Das ist der Lolle Philipp. Was hat denn das ausgemacht? Wie viel, was hat denn das entsprochen dann, wenn du so Hochdruck? War das dann das Dreifache oder von der Menge? Nein, das war sommergepresster. Ja, ja. Du hast viel mehr Ring gekriegt dann. Ja. Und das Lose und die Horn gefahren, ja, ist dann mit dem Greifer oben neu geworfen worden. Ja, ja. Wo und war dann das? Ja, jetzt. Da bin ich dabei, da haben wir im Feld. Der Festball gemacht. Der Brotzeit gemacht. Brotzeit, ja. War das. Ich komme jetzt gar nicht mehr so, wo das war. Das war mal eine Frage gewesen. Ja, ach Gott, das sind die Sachen. Ja, ja, du hast mir erzählt, dass du die ganze Knoten noch bekommen hast. Lukas, ja, beim Sommermacher hin, aber der tut gar nicht winnen, der hat es nur Sommer gezogen. Mhm. Gell? Normal ist da früher der Wissbaum drüber gelegt worden. Ja, 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 ja. Und da ist dann der Knoten ist dann mit der Rumsommer gewonnen worden. Ja, das ist nochmal beim Durchfahren, da wird schon ein bisschen langsamer gefahren, weil ja, die Riebe groß sein. Ja, ich musste konzentriert, ganz ja, konzentriert. Und dann nochmal wieder gehackt. Ja. Das Onna war ja nur vereinzelt, das Durchhacken, und jetzt wird also richtig gehackt. Ja. Das macht er aber Mais dann nochmal so? Ja, beim Mais wurde es eigentlich nur gemacht, weil der Saatmais war und da musste man entgeizen unten. Ja. Dass die, das ist die Familie Rothmann, Rothmann Ernie, hier wird die Berechnung verlegt, das war die Schlauchberegnung von der Schlebusch, der Schrimbewenner, das war Peter. Das war jetzt schon ein bisschen was Moderneres mit Schleisch, gell? Oder? Ja, das war so, die Anfänge waren ja, das erste Mal wieder in ja, Schleisch. Ja. So, das ist jetzt beim Dünger in Gulle, beim Ausladen. Ja. Alles noch in Zentnersäck. Das ist wieder in der Keller gesetzt worden. Ja. Auf 40, 50 Sek hoch und dann ja, wieder geholt worden. Ja. Das ist die Maggit Maul. Hier wird schon angefangen, Mais zu entfahren. Ne? Siehst du? Das ist ja, die Frau Maul. Ja. Du musst also die vom Mutter Mais, eh der blüht, muss die vorne raus. Man ja, muss also morgens und abends durchgehen. Oh ja, und der Vater Mais ist stehen geblieben und der hat den dann befruchtet und das gab dann diesen Hybrid Mais. Oh ja. Da kam regelmäßig ein Kontrolleur und das nachgeguckt. Mhm, ne? Aber ganz schön Arbeit. In den es war viel Arbeit, hat ja, aber auch Geld gebracht. Ja, ja, das kenne ich noch. Das waren ja die schweren Rohren. Ne? Das ist schon. Und dann abends waren dann die, ja, die Schnorke waren dann auf der ja, Oberarm. Ach, ihr Leid. Weil ohne Schnorke habe ich schon gar nicht mehr drauf geschlafen. Ja, ich habe ja, schon ein paar Sommer kommen lassen, dass ja, genau, genau, das rentiert hat. Ja, das ist ja, das Rotmanns wieder, die Ortrot. Ja. Auch alles beim Mais im Fahne. Der Karl-Peter mit dem Tropenhelm. Ja, der sieht gut aus. Ja. Das ist jetzt wieder ein typisches Altrheinbild. Ja. Der mit der Ortsdurchfahrt mit der Kersch. Ja. Das Ortsbild hat sich schon gewaltig verändert und ändert sich noch in den nächsten Jahren.